Monaco. Weltbekannt als Treffpunkt der Superreichen. Doch hier leben auch ganz normale Jugendliche. Wie Claudia. Obwohl die 19-Jährige in Monaco geboren ist, hat sie keinen monegassischen Pass. Mein Vater und ich sind hier geboren, aber immer noch keine Monegassen. Das ist schwer. Oder Luca. Der 26-Jährige kommt mit seinem Job gerade so über die Runden und träumt von einer Karriere als Model. Es wäre mein Traum, wenn ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Komplett anders als Tristans Leben. Seine Eltern haben ihm ein riesiges Apartment am Hafen geschenkt. Ich arbeite 3 oder 4 Stunden am Tag. Danach genieße ich den Sommer. Wie ist es, in dieser vermeintlich perfekten Stadt zu leben? Wie sieht es hinter der Glitzerfassade aus? Hallo, ich bin Luca. Das ist mein Apartment. Kommt rein. Eins merken wir auf jeden Fall schnell. Es gibt viele Einzimmerwohnungen, wie die von Luca. Der 26-Jährige arbeitet als Model und Verkäufer in einem Bio-Supermarkt und wohnt in Jardin Exotique. In dem Stadtbezirk sieht es so aus wie fast überall in Monaco. Hier ist es eng. Viele Hochhäuser stehen dicht an dicht. Jardin Exotique liegt am Rand des Fürstentums, ist daher etwas ruhiger und günstiger. Ein klassisches Wohnviertel, wo die meisten Häuser keinen Concierge haben wie in der restlichen Stadt, auch Lukas Wohnung nicht. In diesem Zimmer lebe ich. Das ist mein Bett. Und das ist meine Küche. Hier bereite ich mir meine Mahlzeiten zu. Ich koche mir lieber selbst etwas, als was Fertiges zu kaufen, das von irgendwoher importiert wurde. Der gebürtige Belgier arbeitet in einem Bio-Supermarkt. Dabei würde er eigentlich am liebsten mit Modeln seinen Lebensunterhalt bestreiten. Das Frühstück ist mir sehr wichtig. Schon allein für den Sport ist es wichtig. Dann auch für die Haut und um einen guten Körper zu bekommen, den ich für meine Shootings brauche. Und natürlich ist das auch gut für die Gesundheit. Vor 7 Jahren ist Luca mit seiner Familie von Belgien hierher gezogen, weil sein Bruder als Fußballprofi beim AS Monaco unterschrieben hatte. Mittlerweile ist die Familie wieder zurück in Belgien. Luca ist hier geblieben, um seinen Traum zu verfolgen. Als ich klein war, habe ich schon mit dem Modeln angefangen. Meine Mama hat, als wir in den Urlaub nach Norditalien gefahren sind, mich und meinen Bruder oft an Shootings teilnehmen lassen. Naja, und irgendwie ist daraus eine kleine Leidenschaft geworden. Ich weiß nicht, wie man das genau erklären kann. Ich liebe es einfach, schöne Momente festzuhalten. Um vielleicht bald ganz davon leben zu können, hat Luca heute einen wichtigen Anruf. Doch noch ist es nicht so weit und er muss in einem Bio-Supermarkt arbeiten, denn das Leben hier ist nicht günstig. Kein Wunder, 15.000 Menschen drängen sich hier auf einen Quadratkilometer. Unzählige Hochhäuser stapeln sich daher von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Der Platz ist so rar, dass das Fürstentum regelmäßig neue künstliche Landmassen erschließen muss, um mehr Platz für neue, zahlungskräftige Bürger zu schaffen. Denn Monaco ist nur 3,5 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Mit gut 2 Quadratkilometern ist er der zweitkleinste Staat der Welt und kleiner als der englische Garten in München. Fast 40.000 Einwohner leben hier. Deswegen und weil immer mehr Reiche ihren Wohnsitz hierher verlegen, explodieren die Immobilienpreise. Mit bis zu 100.000 Euro pro Quadratmeter sind die im Schnitt 10-mal höher als in der teuersten Stadt Deutschlands, München. In den letzten 10 Jahren haben sich die Preise fast verdoppelt. Das ist nahezu einzigartig und macht Monaco zum teuersten Pflaster der Welt. In einer der teuersten Gegenden wohnt der 23-jährige Tristan in einem 130 Quadratmeter großen Apartment in La Condamine. Hier befindet sich der berühmte Yachthafen, viele Geschäfte und noble Boutiquen. Tristan wohnt in einem der schicksten und teuersten Stadtbezirke des Fürstentums. Vor 18 Jahren ist Tristan aus Belgien mit seinen Eltern hierher gezogen. Mittlerweile, so erzählt er uns, ist die Wohnung über 6 Millionen Euro wert.
Also das ist ein Gästezimmer. Gleich daneben mein Badezimmer. Das ist mein Schlafzimmer, eines der coolsten Zimmer der Wohnung. Dann haben wir hier noch eine Toilette und noch ein weiteres Badezimmer. Das Zimmer ist auch für Gäste. In Monaco ist es toll, so viel Platz zu haben, für 6 Personen. Denn hier ist der Platz sehr begrenzt. Diese Not nutzt Tristan für eine clevere Geschäftsidee. Ich vermiete dieses Apartment auch und kann so viel Geld verdienen, um eine gute Zeit zu haben. Ich kann dann 1 bis 2 Monate davon gut leben. 10.000 oder 12.000 Euro bekomme ich dafür im Monat. Kommt drauf an. Drei auffällige Bilder gibt es. Auf einem ist sein Bruder zu sehen, auf dem anderen Tristan selbst. Wir investieren auch viel Geld in unterschiedliche Dinge, wie Immobilien, Kunst und an der Börse. Verschiedenes. Von diesem Künstler haben wir zum Beispiel einige Bilder gekauft. Denn die steigen ständig im Wert. Ich habe sie für 15.000 oder so gekauft. Und 2 Monate später sind sie schon 18.000 oder 20.000 wert. Auch so können wir Geld verdienen. Und Geld ist in Monaco wichtig. Menschen aus 139 Nationen haben sich hier niedergelassen, um von dem Benefit des Fürstentums zu profitieren. Keine Steuern zahlen, wie Tristan und seine Eltern. Du darfst niemals denken, dass du was Besseres bist. Denn selbst einer der Milliardäre hier ist niemand. Es ist ein bisschen wie in einer Blase, in der wir hier leben. Tristan ist es wichtig, sein eigenes Geld zu verdienen. Er hat deswegen mit seinem Freund eine Eventagentur gegründet. Bevor er sich mit ihm trifft, will uns der 23-Jährige noch zeigen, wo viele reiche Bewohner ihre Luxusvillen haben. Weil Monaco so klein und teuer ist, wohnen viele Menschen, die hier arbeiten, im günstigeren Frankreich. Manchmal nur wenige Meter entfernt, wie Claudia. Die 19-Jährige lebt mit ihrer Mutter in Beausoleil. Die französische Gemeinde ist nur einen Katzensprung von Monaco entfernt. Hier gibt es ein paar Geschäfte, sowie viele alte und neue Mehrfamilienhäuser. In einem davon hat Claudias Mutter eine 4-Zimmer-Wohnung gemietet. Hallo, ich heiße Claudia. Willkommen bei mir zu Hause. Das ist unser Wohnzimmer mit meinem Bruder und meiner Mutter, die gerade frühstücken. Und hier geht es in mein Zimmer. Hier sieht man, wie ich ticke. Ich liebe Musik, habe viele Poster, auch von meiner Lieblingskünstlerin Billie Eilish. Und viele Instrumente. Auch wenn sie gerade in Frankreich wohnt, fühlt sie sich als Monegassin, da sie dort geboren und aufgewachsen ist. Dass ihre Heimat etwas Besonderes ist, war ihr lange nicht bewusst. Weil ich hier geboren bin, habe ich mich daran gewöhnt. Wenn ich auf Reisen war und die Leute mich fragten, wo ich wohne, ich wusste nicht, dass Monaco berühmt ist. Ich sagte dann immer, die Stadt neben Nizza. Ich wusste gar nicht, was für ein Glück ich hatte. Wenn man in Monaco lebt, denken die meisten, man hat Geld. Tatsächlich ist hier alles sauber und ich fühle mich wirklich sicher. Auch wenn ich weggehe und morgens gegen 3, 4 Uhr von den Partys zurückkomme. Wie Claudia leben viele möglichst lange bei ihren Eltern, wegen der hohen Mieten. Dabei ist Wohnen in Beausoleil deutlich günstiger, obwohl die Grenze nur wenige Meter entfernt ist. Wir zahlen ungefähr 2.000 Euro an Miete pro Monat für die Wohnung. Weiter weg kannst du auch welche für um die 1.000 Euro finden. Aber weil wir so nah an Monaco liegen, ist es hier teurer. In Monaco bekommst du für 2.000 Euro jedoch nur eine Einzimmerwohnung. Claudia muss in den Ferien Geld verdienen. Auf dem Weg zum Flughafen schaut sie gleich noch bei ihrem Vater in Monaco vorbei. Auch Luca muss heute arbeiten. 8 Stunden in einem Bio-Lebensmittelgeschäft. 250 Gramm Butter kosten hier 5 Euro.
Das Preisniveau für Lebensmittel ist in Monaco im Vergleich zu Frankreich etwas höher. Die Mieten sind ja auch erheblich teurer. Von daher, wenn du hier in ein Lebensmittelgeschäft gehst, ist es schon teurer. Dafür verdient Luca hier auch 400 Euro mehr als in Frankreich. Und, das ist das Beste an Monaco, er muss, wie alle Bewohner, keine Steuern zahlen. Das hat mit dem berühmten Spielcasino zu tun, dem Grundstein für den monegassischen Reichtum. Die Einnahmen sind so hoch, dass schon 1869 die direkten Steuern abgeschafft wurden. Russische Adelige reisten mit Sonderzügen hierher und verspielten ihr Vermögen. Die Hochzeit zwischen Fürst Rainier III. Und Hollywoodstar Grace Kelly bringt weiteren Glamour ins Fürstentum und macht es endgültig zum Tummelplatz der Reichen und Schönen. Und die kommen dann auch in Lukas Geschäft zum Einkaufen. Wir beliefern auch den regierenden Prinzen mit Waren aus unserem Geschäft, direkt in seinen Palast. Natürlich kommen auch bekannte Persönlichkeiten zu uns ins Geschäft. Aber aus Vertraulichkeitsgründen möchte ich nicht darüber sprechen. Und während Luca noch Regale einräumt, ist Tristan auf dem Weg ins Hinterland. Dort, circa 40 Kilometer entfernt, hat seine Familie eine Luxusvilla. So wie viele Bewohner Monacos, da es in der Stadt keinen Platz für große Anwesen gibt. Ich arbeite etwa 3 oder 4 Stunden am Tag. Und danach genießen wir den Sommer. Also, ich stehe meist um 9 Uhr auf. Danach mache ich vielleicht eine Stunde Sport, ein bisschen arbeiten, dann Mittagspause und danach wieder arbeiten. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Vor 7 Monaten hat Tristan den Golfsport für sich entdeckt und spielt seitdem fast täglich. Zusammen mit seinem Freund, der ebenfalls aus einer wohlhabenden Familie stammt. Die zwei kennen sich von der Privatschule. Mit ihm hat er die Eventfirma gegründet. Er ist mein bester Freund. Und ich kenne ihn seit, glaube ich, 15 Jahren. Er ist ein Freund aus der Kindheit und wir haben die gleiche Entwicklung durchgemacht. Also haben wir beschlossen, zusammen ein Geschäft zu starten. Es ist wirklich wichtig, ihn bei mir zu haben. Manchmal bringt er mich auf den richtigen Weg. Manchmal ist er ein bisschen verrückt, auf der Party oder im Auto. Also braucht er manchmal einen kleinen Klaps, das tut ihm gut. Er ist ein sehr, sehr guter Freund, sehr loyal. Er ist wie Familie. Tristan ist meine Familie. Nach dem Golfen wollen die Startup-Gründer arbeiten, denn sie haben einen neuen Auftrag für ein Event in 2 Wochen. Doch vorher wird noch in der Villa von Tristans Eltern gegrillt. Die haben nicht nur ein Vermögen geerbt, sondern auch gut bezahlte Jobs in der Tabak- und Möbelindustrie. Doch Tristan will sich nun mit 23 Jahren emanzipieren. Wir hatten gemeinsam die Idee. Also wollten wir auch, dass es unser Projekt bleibt. Also nicht etwas, das über unsere Eltern kam. Sie haben uns auch kein Geld gegeben, um uns zu helfen. Es ist wirklich wichtig, was Eigenes zu machen. Also nicht nur zu leben, weil man der Sohn von jemandem ist. Vor 8 Monaten haben die zwei Freunde die Firma gegründet und machen dort, was sie am besten können: Spiele jeglicher Art für Partys oder Events organisieren. Wir haben einen Auftrag für ein Event mit 15 Leuten in 2 Wochen. Wir versuchen, extra lustige und leicht zu verstehende Spiele zu finden. Sie kommen aus Monaco, wir kennen sie gut, also wollen wir ihnen etwas Gutes bieten. Denn Monaco ist ein Dorf und sie leben hauptsächlich von Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wie in einem Dorf üblich, so nehmen wir es auf unserem Dreh zumindest wahr, gehen hier alle recht freundlich miteinander um und nehmen Rücksicht aufeinander.
In dem Dorf Monaco lebt auch Claudia 2 Wochen im Monat bei ihrem Vater. Die restliche Zeit wohnt sie bei ihrer Mutter in Frankreich, nur einen Steinwurf von der Grenze entfernt. Von dort ist sie gerade unterwegs zur Werkstatt ihres Vaters. Das hier ist die Grenze zwischen Monaco und Frankreich. Also das hier ist Monaco und das Frankreich. Nur einen Schritt voneinander entfernt. Wir sehen es nur am unterschiedlichen Bürgersteig. So einen gepflasterten gibt es nur in Monaco. Es gibt hier keine Polizisten oder so. Manchmal weiß ich selbst nicht, ob ich in Frankreich oder Monaco bin. Denn in einer Straße kann eine Seite Monaco sein und die Gebäude auf der anderen Seite Frankreich. Die 19-Jährige ist in der Altstadt von Monaco geboren und aufgewachsen. Doch seit der Scheidung ihrer Eltern wechselt sie wöchentlich ihr Zuhause zwischen Frankreich und Monaco. Hier in Monaco ist es nicht viel anders, als wenn man in Frankreich leben würde. Aber wir haben einige Privilegien. Wir sehen zum Beispiel viele Prominente auf den Straßen und tolle Autos. Oder auch die Fürstenfamilie, die sehen wir sehr oft. Die Kinder haben die Schule gleich gegenüber der Wohnung meines Vaters besucht. Daher habe ich sie sehr oft gesehen. Das ist für uns ganz normal. Und sie sind sehr nett. Ich habe auch schon die Hand von Prinz Albert geschüttelt. Menschen aus insgesamt 139 Nationen wohnen in Monaco, da es sehr schwer ist, die monegassische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Es gibt daher nur etwa 8000 Monegassen. Und deswegen hat auch Claudia einen französischen und ihr Vater einen italienischen Pass, obwohl beide in Monaco geboren sind. Man bekommt die monegassische Staatsbürgerschaft entweder, weil beide Eltern Monegassen sind oder Vater oder Mutter mit einem Einheimischen verheiratet sind. Oder man stellt einen Antrag, um die monegassische Staatsbürgerschaft zu erhalten, wenn man 10 Jahre hier gelebt hat. Aber es ist ziemlich kompliziert und schwer und passiert wirklich nur sehr selten, weil man viele Vorteile durch die monegassische Staatsbürgerschaft erhält. Eines der Privilegien? Eine Beihilfe zur Miete, weil sich die normalen Bürger die teuren Wohnungen oder Arbeitsräume sonst nicht mehr leisten könnten. Im Schnitt werden nur etwa 1% der Einbürgerungsanträge genehmigt. Am Flughafen Nizza füllt Claudia für 1.500 Euro im Monat das Buffet in der Lounge auf. Danach trifft sie sich mit ihrer besten Freundin an ihrem Lieblingsplatz. Am Hafen wartet Luca nach der Arbeit auf den wichtigen Anruf seiner Modelagentur. Die Wartezeit nutzt er, um seinen Körper im kostenlosen Outdoor-Gym in Form zu halten. Er trainiert hier regelmäßig. Dass ich als Model arbeiten kann, ist für mich natürlich ein großes Kompliment. Aber ich arbeite auch hart dafür. Das Modeln ist für mich mehr als besonders. Warum nicht auch in Zukunft nur davon leben? Bis jetzt ist das Modeln für Luca nur ein kleiner Nebenjob. Doch der Belgier würde gern mehr Aufträge bekommen, um davon leben zu können. Er setzt all seine Hoffnungen in dieses Telefonat mit seiner Agentin. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gespräch mit Julie, weil sie mir ein gar nicht so schlechtes Projekt angeboten hat. Genauer gesagt hat sie mir übernächste Woche eine Modenschau in Frankreich angeboten. Ich freue mich so sehr darüber, diesen Job jetzt zu haben. Ich vertraue Julie, dass bald mehr kommt. Sein Traum könnte also bald wahr werden. Doch auch wenn er seinen Job im Bioladen eines Tages aufgeben könnte, Monaco soll weiterhin seine Heimat bleiben. Hier im Süden hast du einen anderen Lebensrhythmus. Aber ich habe mich hier schnell eingelebt, mich daran gewöhnt. Auch weil ich meine Familie und meine Freunde hier hatte und weil ich sizilianische Wurzeln habe. Und dieses deutsche Vita-Flair will Luca nie mehr missen wollen. Etwas kostspieliger sieht Tristans Abendprogramm aus. Auch er ist am Hafen. In einem der besten Lokale der Stadt lässt der 23-Jährige seinen Tag ausklingen. Ein Leben ohne Strand und Meer oder in einer anderen Stadt kann sich Tristan nicht mehr vorstellen. Und ohne Geld?
Das Wichtigste ist die Familie und danach die Freunde. Ob du in einem Apartment in Monaco oder im besten Haus hier wohnst, wenn du nicht mit deiner Familie und deinen Freunden glücklich bist, bedeutet das nichts. Natürlich ist es wichtig, Geld zu haben, weil die Welt heutzutage mit Geld funktioniert. Aber das ist nicht das Wichtigste. So ein Nobelrestaurant wäre für Claudia viel zu teuer. Sie trifft ihre Freundin am Strand. Und sie träumt davon, nach dem Studium um die Welt zu reisen. Doch danach will sie unbedingt wieder hierher zurück. Ich brauche das Meer. Später will ich unbedingt auch am Meer leben. Hier kann ich nach der Arbeit ein wenig durchatmen. Denn ich mache immer 8 Stunden am Stück die gleiche Aufgabe. Deshalb komme ich gern hierher. Ihre Freundin kommt aus einer vermögenden Familie. Freundschaften zwischen den Klassen sind in Monaco keine Ausnahme. Einige Freunde sind Millionäre und einige leben am Existenzminimum, aber das ist mir egal. Ich sehe nicht einmal den Unterschied. Wir sind Freunde, weil wir uns ähnlich sind, weil wir zum Beispiel den gleichen Charakter haben. Wir mögen die gleichen Sachen. Es geht nicht ums Geld. Wir sind einfach ähnliche Personen. Wir sind nicht wegen des Geldes zusammen. Eigentlich ein schönes Schlusswort für Monaco. Eine Stadt, die wie keine andere für Reichtum steht. Hier haben wir 3 ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt, die uns gezeigt haben, wie es ist, als Jugendlicher unter so vielen Millionären zu leben.